closed. Beside them, another American driver, Steve Arpin, in the second row. And in the third row from America, Townsend Bell and Guilherme Giga Spinelli from Brazil. And hopefully, we're gonna see no restart. 10 seconds are on, ladies and gentlemen. Just 10 seconds for breaking up the hell. Green light. This way. Eingeschlagen ist, auch vorne Häkkinen vor Doran. Vor Diegen, vor Tennerfaust, die beiden hier, die fechten es richtig aus. Und jetzt Tennerfaust innen rein in die Tour. Tauerkurve. Townsend Bell auf der fünften Position, sechster Seite Isaksen. Aber Häkkinen auf dem Weg zu einer Goldmedaille, Fragezeichen. Liam Doran auf dem Weg zu einer Silbermedaille. Tennerfaust auf der dritten Position. Townsend Bell, Stan Isaksen, Matthias Ekström, Cam Block, Steve Arpin. Und uns fehlt einer. Thomas Häkkinen, der junge Finne, ist er auf dem Weg, das Ding hier jetzt nach Hause zu fahren. Liam Doran, zweiter Tennerfaust. Vorne rechts bei Brian Deegan, Thomas Häkkinen führt immer noch Liam Doran. Thomas Häkkinen aus Finnland führt vor Liam Doran, vor Tennerfaust, Finnland, vor England, vor Amerika. Norwegen folgt mit Mitsubaru in den Händen von Sverre Isaksen. Thomas Häkkinen scheint an diesem Wochenende hier jetzt richtig gut aufgestellt zu sein. Gestern die große die goldene. Doch Brian Deegan fehlt. Alles gut vorne für den Ford. Das wäre super, wenn man Ford Rally Cross Event an Ford Fiesta gewinnen sollte. Nämlich Thomas Toppi Häkkinen aus Finnland. Liam Doran in the second position. Sverre Isaksen in the fourth position. Taylor Faust in the third position. Bei den Front in the finish driver. Thomas Toppi Häkkinen. He's kind of been closer to the middle. I'm in his mini-country. Really force Liam Doran into the failure. Jump for Thomas Häkkinen. Breaking for the turnaround in the gravel section. Passing the Red Bull gate. Sverre Isaksen in fourth position. But lead still for the finish man, and Liam Doran and also Sverre Isaksen, looks like it would be the best result. And Liam Doran.
Global Rallycross Championship. Das ist auf jeden Fall der Vorbote zu einer Rallycross-Weltmeisterschaft. Fragezeichen. Alles läuft hervorragend für Thomas Hinken. Er hat eine Runde um die 6. auf der 5. Position. Ich schätze mal, es müsste jetzt ungefähr die 4. Der muss jetzt von hinten aufpassen, ein anderer Skandinavier kommt herein. Ganz ist das für Serda Isaksen im Moment nicht. Herr Faust entledigt sich in seiner Heckschürze. So geht es jetzt wieder auf den Jump herauf, aber vorne ganz klar für uns. Serda Isaksen wird langsamer. Er kann jetzt nicht voll arbeiten mit dem Subaru, aber Thomas Hedgen hat überhaupt keine Probleme, meine Damen und Herren. Er liegt klar und deutlich. Ein komfortabler Vorsprung vor Kenner Faust. Aber jetzt geht es nochmal hier auf der 4. und 5. Position. Um die Wurst. Sozusagen die Blechmedaille bekommen. Tommy Hickmann, 6. Steve Arvin, 8000 Bell. Ganz entspannte Nummer für Thomas Hedgen. Das Auto läuft wie ein Uhrwerk. Keine Probleme für den Mann aus Finnland. Für den jungen Mann aus Finnland. Alles. Matthias Ekström sagte schon im Finale von WM. Die volle Leistung zu bringen. Liam Durant. Seine Faust geht in die letzte Runde, meine Damen und Herren. Die weiße Flagge kommt. Sverre Isaksen hält sich Matthias Ekström. Das stinkt verdammt nach einer Goldmedaille für Finnland. Das letzte Mal die Towerkurve hier um den Race Tower herum. Meine Damen und Herren, ein riesiger Applaus für Thomas Hedgen. Zweiter Platz, Liam Durant und dritter wird Kenneth Faust. Die Medaille sind vergeben. Wer kommt da? Meine Damen und Herren, zwei junge Fahrer aus dem Rallycross-Sport, nämlich Thomas Hedgen.